Ja, jetzt geht's los und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Frank Neun Langen. Und wie ihr seht, kommt heute wieder Lego auf den Tisch. Ja, und da werdet ihr euch direkt fragen, ja, wo ist denn der Karton von Lego und zu welchem Modell? Das ist ganz einfach, wir haben heute keinen Karton. Das bedeutet in der Regel, ich habe in China gekauft, ist aber auch nicht richtig, ich habe nämlich gar nicht gekauft. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist eine PDF runtergeladen von Lego und zwar von der 42 136, dem John Deere Traktor mit Anhänger. Ich habe mir gedacht, dieses relativ kleine Modell mit 390 Teilen, Altersangabe 8 plus, das muss doch vielleicht noch irgendwo in meiner Restekiste schlummern, in Einzelteilen. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, habe mir die Teileliste ausgedruckt, was ja noch nicht so schwierig ist, aber dann ging die Reise los, nämlich jedes Teil mal raussuchen und je nachdem, wie man sortiert. Ich habe nicht für jedes Teil eine Kiste. Ist das etwas aufwendig? Also es waren tatsächlich einige Stunden, die ich gesucht habe für diese 390 Teile. Und ich musste festgestellt haben, beziehungsweise ich habe festgestellt, ich habe nicht alle Teile. Ja, es sind tatsächlich Dinge verbaut, die ich gar nicht habe. Unter anderem fangen wir mal einfach da an mit diesem Teil. Ich zeige euch das vielleicht nochmal in groß. Ja, das ist, hat die Teile Nummer 6378466 zum Beispiel. Das hatte ich nicht. Ich hatte ein kleines Warndreieck nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Da kommt eh nur ein Aufkleber drauf. Das ist da. Ja, dieses kleine Dreieck ist nicht so entscheidend. Und noch zwei, drei andere Teile habe ich tatsächlich nicht gehabt. Und da habe ich gedacht, das kriegen wir aber doch irgendwo hin. Wie zum Beispiel dieses Licht hier, dieses Transparente, was sonst so ein Schalter für die Batteriekästen ist, beziehungsweise also zum An- und Ausschalten oder was auch immer. Ja, dieses gibt es meistens in Rot. Das ist transparent, das habe ich auch nicht. Da müssen wir mal gucken. Das ist das Licht. Müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie improvisieren am Ende. Ja, und ich habe zusammengesucht und den Großteil habe ich natürlich gefunden, aber nicht in diesen Farben von John Deere, sondern das meiste. Und jetzt kommen die beiden Boxen, die ich zusammengesucht habe. Ja, da kommt schon blau raus, natürlich die blauen Dreierpins. Das meiste in Rot, in Schwarz. Es ist leider ein bisschen gelb dabei, zum Beispiel dieses Teil hier. Das hatte ich tatsächlich nicht in einer neutralen Farbe. So, mal schauen, wie das am Ende aussieht. Und so weiter. Schwarze Teile. Und da habt ihr auch schon die Reifen gesehen. Das sind diese hier. Die sind vom Winner Ackerflug und vom kleinen roten Traktor sind die. Also habe ich ja dann insgesamt vier Stück. An jedem Modell von Winner sind zwei verbaut. Und an der Stelle würde ich auch mal sagen, wir packen das Lego-Schild mal weg. Nicht nur, dass wir da Ärger kriegen, denn das ist ja zum Beispiel hier gar kein Lego, nur das Modell ist jetzt von Lego, was ich halt nachbaue. Die sind zum Beispiel hier etwas schmaler, dafür etwas ja, größer im Durchmesser. Ich glaube nicht, dass das so entscheidend ist. Wir werden es dann sehen, wenn ich es dann baue und vielleicht muss ich das eine oder andere Teil tatsächlich nochmal tauschen oder mir was Neues ausdenken, wenn es wirklich nicht geht. Aber ich bin guter Hoffnung, dass ich das hinkriege. Ja, was ich euch damit sagen will. Falls ihr Restekisten habt oder überhaupt Material habt, was da noch schlummert und ihr nicht alles an Modellen im Regal stehen habt oder sonst wo, dann wäre es doch sinnvoll, dass man sich die Anleitung besorgt und einfach mal guckt, hat man die Teile, dann hat man hier zum Beispiel bei diesem John Deere wieder 30 Euro gespart. Das ist der Listenpreis von Lego, 30 Euro. Ja, ich würde sagen, so weit, so gut. Ich fange an zu bauen und dann bin ich auch gleich schon wieder da. Ja, da bin ich auch schon wieder mit dem fertig gebauten John Deere Traktor mit Anhänger. Es ist die 42136 von Lego aus diesem Jahr 2022 aus der Technikserie, der 42er Serie. Ja, und hier ist er. Nicht in grün, das habe ich ja eben schon angedeutet, weil ich keine grünen Teile habe. Ich habe ein paar leimfarbene Teile, wie da im, könnt ihr es nicht sehen, ups, im Telelader. Ja, den habe ich ja auch aus der Restekiste gebaut, aber so viel Leim, wie hier reinkommt, habe ich dann beim besten Willen nicht. Und das, was ich hatte, war halt rot. So haben wir einen John Deere Traktor mit Anhänger in rot. Wir haben leider ein paar gelbe Teile dabei, die mir natürlich persönlich jetzt nicht so gefallen. Das hätte ich lieber in rot gesehen oder in schwarz oder in grau. Ich habe sie aber leider nicht. Ja, da musste ich dann ein wenig improvisieren, genau wie hier vorne. Ihr seht schon, ja, das gleiche gelbe Teil da vorne und da diese abgerundeten Systemsteine mit Police drauf gedruckt. Ja, es sind bedruckte Steine, also sind sie natürlich nicht von Lego. Sie stammen aus einem ja, geschenkten Vatos-Set. Kann man immer mal gebrauchen. Müsste ich jetzt nochmal überkleben, damit es schön aussieht.
Für die Demonstration hier ist es aber eigentlich auch völlig uninteressant. Die Lampen habe ich übrigens auch geändert, da ich dieses Teil da, dieses Trans-Clear-Teil, was sonst für Schalter für die Batterieboxen schon mal verwendet wird, nicht habe. Deswegen haben wir hier vier runde Lampen drauf. Ebenso ein abgerundetes Teil, was hier hinten sitzt oder abgeschrägtes ohne Löcher. Ja, das habe ich auch nicht. Kann man aber alles improvisieren, das ist ja gar kein Problem. Ebenso diese gelbe große 5x11 Paneele im Anhänger. Da hatte ich auch nichts Besseres, weil das alles noch unten im großen 739 Absetzer steckt. Und da wollte ich es jetzt nicht so einfach irgendwo rausfrickeln, dass wir den ja schon halb zerstören. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ihn noch eine Weile da stehen lassen. Und deswegen ist das hier auch gelb. Dann ist es halt so. Was ich euch eigentlich nur zeigen wollte damit oder demonstrieren wollte, dass wenn man eine Restekiste hat, vielleicht einfach mal in die Bauanleitung guckt und schaut, ja, muss ich das Ding denn wirklich kaufen? Und ist es euch 30 Euro in dem Fall wert? Ich habe es im Geschäft gesehen irgendwo, da habe ich gedacht, ja, sieht ganz gut aus, 30 Euro, ja, gut. Ne? 30 Euro, 3 Euro mehr oder 2. Und ihr bekommt diesen Roboter mit 2L-Motoren, mit Batteriebox, mit Empfänger, mit Licht und mit Fernbedienung und den ganzen anderen Teilen. Ja, gut, das müsst ihr euch dann überlegen, ob ihr dafür, beziehungsweise dann für den, den kann man ja nicht kaufen, der ist ja von mir, und ob ihr hier für den hier von Lego 30 Euro ausgeben wollt oder nicht, das müsst ihr dann selber wissen. Technikserie, das heißt, eigentlich sollte er ein paar Funktionen haben. Die hat er natürlich auch und die zeige ich euch jetzt. Vorwärts, rückwärts fahren, das ist brauche ich nicht sagen, das ist klar. Und lenken kann er auch, er ist knickgelenkt und man lenkt hier hinten an diesem Zahnrad. Ich drehe es mal so rum, so kann man es dann besser sehen. Ihr seht es schon, so wird gelenkt wird natürlich im Gelenk. Und hier hinten ist der Anhänger dran, gedotzt mit einer kleinen durchgesteckten Achse. Ein Zweiachser. Das übrigens ist nicht so schlecht gelöst hier. Ja? Das hat dann auch Spiel auf unebenen Wegen, wenn wir welche hätten. Hier auf dem Tisch natürlich nicht, aber ja, da geht es dann schon mal, kann man jetzt nicht sehen, aber die andere Seite, ihr wisst, was ich meine, es geht dann schon mal über schweres Gelände drüber. Und diesen Anhänger kann man natürlich auskippen, ja, mit diesem kleinen Hebel. Ich habe jetzt leider meine Finger davor. Ich mache es mal einfach so, ja, mit diesem Hebel kann man es abknicken und durch die beiden Liftarme dann den Inhalt des Anhängers auskippen. Hinten ist keine Klappe dran, also überlegt euch gut, was ihr damit beladet. Ja, das Granulat wäre schon schwierig, weil dann ploppt es hier wieder hinten alles raus, aber so kann man es besser sehen. Einmal rauf, einmal runter. Es ist etwas schwierig so, ne? Aber es funktioniert. Das funktioniert ganz prima. Was ich mir gewünscht hätte oder ja, was man sich ja wünschen könnte bei Lego, ist, dass man sagt, okay, wir bauen dieses Set, bringen es auf den Markt und danach kommen weitere Anbauteile. Ja, da können wir, glaube ich, lange warten, bis das passiert, dass wir den Anhänger gegen einen Flug oder was auch immer da hinten dran hängt, eine Saatmaschine oder ist auch egal, irgendwas austauschen können, das wird nicht kommen. Das müsst ihr euch dann selber bauen. Vielleicht baue ich das auch nochmal für den kleinen roten Traktor hier. Ja, ansonsten, also mit meinem Nachbau bin ich natürlich zufrieden. Ich hatte natürlich zum Glück die Räder vom Winner Ackerflug und vom Winner kleinen roten Traktor. Ansonsten, wenn ihr die nicht habt hier, die Räder, dann sieht es natürlich bescheiden aus, beziehungsweise ihr könnt das Modell natürlich gar nicht bauen. Die kleineren hat man vielleicht schon mal eher in der Restekiste oder ähnliche zumindest. Ja, aber somit ist es das zweite Modell nach dem Telelader von 2022. Ja, das ist der von 2009. Der hat dann die Lenkung dazu bekommen im Vergleich zu dem. Super Modell, beide finde ich top. Auch das hier ist völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Deswegen kommt der Kollege jetzt nochmal auf den Drehteller, damit ihr euch den nochmal in groß anschauen könnt. Vielleicht auch nochmal im Vergleich zu dem hier. Ich glaube, das Pulis hier vorne, das gefällt mir jetzt ja doch so gar nicht. Vor allen Dingen nicht auf dem Drehteller. Das werde ich jetzt noch, glaube ich, noch mal ganz kurz überkleben, damit das schwarz ist oder übermalen. Dann könnt ihr euch den in Großaufnahme anschauen, wenn ihr wollt, und überlegen, ob ihr den von Lego kauft. Und ich würde sagen, wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, ja, was ich gar nicht verstehen kann, dann abonniert doch diesen Kanal und setzt die Glocke. Sie läutet immer samstags um 18 Uhr. So ist das. Und
Bis dahin, macht's gut, bis nächste Woche und tschüss.